Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Herzlich willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst. Die Eltern und Paten, die Verwandten, unsere Konfirmanden und natürlich ganz besonders seid ihr begrüßt. Es ist schön, dass wir diese Konfirmation jetzt feiern können, endlich nach 3,5 Monaten Aufschub sozusagen. Und manches ist dann doch ein wenig anders als sonst und gewohnt. Aber eines ist nicht anders. Nämlich, wenn es um den Sinn und den Inhalt und die Bedeutung der Konfirmation geht. Dass das, was bei eurer Taufe eure Eltern entschieden haben, dass ihr jetzt Ja dazu sagen könnt. Dass ihr selbstbestimmt ein Leben, einen Glauben führen können. Und dass wir das bestätigen können, was damals geschehen ist. Gott segne unseren Gottesdienst. Amen. Ein paar kleine Hinweise noch. Die Maske dürfen Sie abnehmen, außer beim Singen. Da muss sie wieder an sein. Sämtliche Texte finden Sie dann an der Leinwand. Vor zum Singen. Die Konfirmanden wissen, wann sie die Maske brauchen und wann nicht. Am Schluss des Gottesdienstes wird es keinen Auszug geben, sondern es gibt die Möglichkeit für die Familien hier in der Kirche nochmal ein Foto zu machen. Und dann, wenn das passiert ist, dass sie dann als Familie dann bitte auch nach draußen gehen, damit dann kein zu großer Pulk entsteht. Gut. Die Abkündigungen, wir sagen herzlichen Dank. Die Einlagen am letzten Sonntag im Klingelbeutel waren 140,30 Euro, die Kollekte 63,80 Euro, im Glockenkasten 17 Euro. Auf unser Gemeindekonto wurden 100 Euro für die Gemeindearbeit überwiesen. Herzlichen Dank für diese Gaben, Gott segne den Geber und die Verwendung. Die heutige Kollekte am Ausgang ist für die Stiftung Kirche mit anderen bestimmt und wird der Evangelischen Landeskirche in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt. Dort sind die kirchlichen Voraussetzungen auch mal ganz andere als bei uns und das Geld ist gut angelegt. Kommenden Sonntag haben wir um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Kiegold. Vorerst finden noch keine Gruppen und Kreise statt, dann erst nach den Sommerferien mit dem entsprechenden Hygienekonzept. Der Wochenspruch aus Jesaja 43 lautet: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Jetzt singen wir das erste Lied. Also bitte, Masken aufsetzen. Danke. Thank you.
wir sind in deinem Namen zusammengekommen. An unsere Konfirmanden einen wichtigen Schritt tun in ein selbstbestimmtes Leben und einen verantwortlichen Glauben. Es ist gut, dass du diesen Weg mit uns gehst. So wollen wir uns für dich öffnen. Für die Gemeinschaft von dir und unter uns. Für dein Wort, das uns was zu sagen hat. Für die Lieder, die wir singen, die Gebete, die wir zu dir sprechen. Das Abendmahl, das die Konfirmanden feiern. Begleite uns mit deinem Licht. Das in deinem Sohn in diese Welt gekommen ist und durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt. Amen. Wir hören eine Lesung aus dem Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel. Da sagt Jesus: Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es Nutzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Liebe Konfirmanden, liebe Eltern und Paten und Angehörige, im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel, Vers 44 sagt Jesus: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Zwischen dieser Geschichte von Janosch, ihr könnt auf YouTube das Original euch anschauen, das dauert 1200 Minuten, die Zeit haben wir jetzt nicht. Und der biblischen Geschichte gibt es eine Parallele. Der Tiger und der Bär leben ganz gut. Sie haben sich in ihrem Häuschen gemütlich gemacht, sie haben Arbeitsteilung vereinbart und stark sind sie eben auch. Sie brauchen sich vor nichts zu fürchten. Sie haben sich gut im Leben eingerichtet. Und vielleicht haben sie dabei nicht gemerkt, dass ihnen noch was fehlen könnte. Aber das sollte sich ändern. Diese Holzliste mit der Aufschrift Panama, die so verführerisch nach Bananen riecht, ändert alles. Und es braucht nicht viel und sie kommen ins Träumen und Panama wird zum Land ihrer Sehnsucht. Ja, ihrem Leben fehlt noch was. Und dieser Mehrwert ist Panama. Im biblischen Gleichnis erzählt Jesus von einem Landarbeiter, der ein Feld umpflügt, dabei auf Widerstand stößt, passiert, er vermutet Steine und findet einen Schatz. Menschen haben gerade in Kriegszeiten das oft gemacht, dass sie ihre Schätze vergraben haben. Mitten im Alltag, ganz unverhofft, bei der Arbeit geschieht dieser Fund und er löst vieles aus. Nun geht es Jesus ja nicht bloß darum, eine schöne Geschichte zu erzählen. Dieses Gleichnis, jedes Gleichnis hat einen Vergleichspunkt. Und der ist hier das Himmelreich. Das Himmelreich gleicht, sagt Jesus. Es geht um Gott und es geht darum, dass er gefunden
gefunden werden will, wie ein Schatz mitten im Alltag, manchmal verborgen. Viele denken daran, ja, Gott irgendwie zu erfahren oder gar zu begegnen, bräuchte besondere, vielleicht spirituelle Erfahrungen. Wir haben im Unterricht beispielsweise diese Geschichte von Mose durchgesprochen, wo er in der Wüste einen Dornbusch sieht, der brennt, aber nicht verbrennt. Und dann plötzlich die Stimme Gottes hört. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die besondere Erfahrung, sondern es geht darum, dass Gott redet. Und da hat er viele Möglichkeiten. Und vielleicht geht es uns wie in diesen beiden Geschichten, dass wir manchmal unsere Gedanken auf was ganz anderes richten, als auf das, was uns begegnen könnte, auch das, was Gott begegnen könnte. Und so braucht es manchmal entweder einen Anstoß oder ein Hindernis oder einen verführerischen Duft, einen Traum, eine Sehnsucht. Wie erträumt ihr euch eure Zukunft? Euer Leben? Nicht nur beruflich, was ihr vielleicht demnächst dann machen werdet. Nein, wie ihr euch euer Leben lang vorstellt. Welche geheimen Träume ihr da vielleicht auch habt, die ihr vielleicht auch niemandem erzählt habt. Aber vielleicht denkt ihr dann, naja, okay, das ist dann viel zu groß. Im Leben muss man dann sehen, was man kriegen kann. Und irgendwo hängt dann vielleicht noch ein Duft von einem Traum in der Luft, aber das ist dann schon alles. Und wir wissen alle, dass Lebensträume natürlich auch scheitern können. Entscheidend ist in beiden Geschichten, dass der inneren Bewegung eine äußere folgt. Dass dieses Sehnen süchtig macht nach mehr im Leben. Der Tiger und der Bär machen sich auf den Weg nach Panama. Der Landarbeiter vergräbt diesen Schatz wieder. Warum? Weil nach antikem Recht demjenigen der Schatz gehört, dem der Acker gehört. Und so kratzt er alles zusammen, was er auf seinem Sparbuch findet, und kauft den Acker und damit den Schatz. Da bewegt sich was. Da wird aus der Sehnsucht ein Ziel. Da wird viel, wenn nicht alles, eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Durch die Corona-Krise wurde unser aller Leben ja von heute auf morgen runtergefahren. Das hieß dann für euch auch keine Schule. Oh, wie schön, ist nicht Panama, sondern dass es keine Schule gibt. Homeschooling, na gut, nimmt man mit. Aber den Computer kann man auch für andere Dinge nutzen, für die man sonst vielleicht nicht so wahnsinnig viel Zeit hat. Und der Computer läuft heiß. Und eure Augen werden rechteckig. Und wenn dann eure Mutter beispielsweise ins Zimmer kommt und dann sagt, naja, ihr könntet ja mal aufräumen. Oder wie wäre es mal, damit nach draußen zu gehen? Dann sind die Ohren auf Durchzug geschaltet und Appelle nützen dann wenig. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Diese und andere Sprüche mehr. Aber was bringt das denn? Und was bringt euch aus dem Computer zu? In die Gänge und in die Bewegung. Jesus sagt an anderer Stelle im Matthäus-Evangelium: Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und Martin Luther hat, ihr kennt dieses Zitat, da noch eins draufgesetzt, indem er gesagt hat:
woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Es geht um Herzensangelegenheiten. Es geht darum, woran Herzblut hängt. Und das ändert die Motivation von 0 auf 100. Das geht mich unbedingt an, da bin ich dabei. Das bringt mich in Bewegung, innerlich und äußerlich. Und genau darauf will Jesus hinaus. So wie Bär und Tiger entschlossen Panama suchen und der Landarbeiter seinen großen Traum vom Schatz verwirklicht, so will Gott unser Schatz sein, an dem unser Herz hängt, weil seins an uns hängt. Das ist Sehnsucht pur. Und das wirkt Entschlossenheit. Und Jesus malt uns vor Augen, was wir durch den Glauben an Gott gewinnen können. Jetzt und hier und heute und in der Zukunft. Deshalb ist es keine einmalige Sache. Denk mal daran, als wir über die Bedeutung der Konfirmation gesprochen haben, ist schon eine Weile her, da haben wir die Konfirmation mit dem Autofahren verglichen. Irgendwann geht es ja bald bei euch dann auch los. Und ihr könnt rumfragen, auch in eurer Familie. Die werden euch bestätigen, Autofahren lernt man dann, wenn man den Führerschein hat. Nicht indem man ihn in einem Rahmen schön an die Wand hängt und sagt, ich habe einen Führerschein, nützt mir das nichts. Und wenn ihr das mit eurer Konfirmationsurkunde macht, dann schaut es vielleicht ganz nett aus, aber bringt es nichts. Wie beim Autofahren geht es um Learning by Doing, lernen, indem man es macht, und auch bei der Konfirmation ist es nicht so, dass es das Ende, sondern der Anfang eines Weges im Glauben ist. Und da geht es um Learning by Doing. Es geht um die Praxis. Es geht darum, dass Gott uns immer wieder innerlich und äußerlich in Bewegung bringt. Auch geht es darum, die Träume und die Sehnsucht nicht hinten anzustellen, sondern dass wir uns als Christen gemeinsam auf den Weg machen. Ihr als Teil eurer Gemeinde und wir mit euch. Immer wieder zu ergründen, wo und wie Gott für uns ein Schatz ist. Der Bär und der Tiger kommen übrigens nicht in Panama an, sondern sie kommen irgendwann wieder zu Hause. Und sie lernen ihr Zuhause als Ort der Sehnsucht kennen, dass sie gar nicht weit weg müssen. Manche denken ja immer, Lebensträume, Lebenssehnsüchte haben damit zu tun, dass ich da in der Welt ganz weit wegkomme. Nein. Es geht darum, das eigene Leben an dem Ort, an dem uns Gott gewiesen hat, zu gestalten. So sehen dann Bär und Tiger ihr Zuhause als Ziel ihrer Sehnsucht. Und der Landarbeiter hat Freude dabei, das alles in Bewegung zu setzen und diesen Acker und damit diesen Schatz zu gewinnen. Er hat Freude dabei. Glauben und Freude, das passt für viele vielleicht gar nicht so richtig zusammen, aber das liegt dann eher an uns. Es gehört zusammen, weil Glauben eine Herzenssache ist, bei der wir ein Leben lang dazulernen können. Unser Chor wird davon ein Lied singen, mit einem etwas veränderten Text von einem Lied, das ihr vielleicht kennt, indem es heißt, du bist das Beste, was mir je passiert ist. O Herr, wie gut, dass du mich liebst. Amen.
Liebe Gemeinde, wir feiern die Konfirmation dieser jungen Christen. Die Gemeinde ist dabei nicht bloß Zuschauer. Wir alle werden an unsere eigene Konfirmation oder Firmung, an das Bekenntnis unseres Glaubens erinnert. Wir alle brauchen gegenseitige Hilfe, dass wir unseren Weg mit Jesus Christus finden. Was jetzt geschieht, soll uns alle im Glauben stark machen. Liebe Konfirmanden, wir haben über viele Themen gesprochen. Wir haben die Bibel näher kennengelernt. Wir haben wichtige Themen durchgeackert und manches wisst ihr. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist der Anfang eures Weges im Glauben. Wir haben uns auf das Abendmahl vorbereitet und es schon mal auch miteinander gefeiert. Bei eurer Taufe haben eure Eltern und Paten für euch den Glauben bekannt. Jetzt könnt ihr dasselbe tun. Wir wollen das heute so machen, dass wir das apostolische Glaubensbekenntnis als Gemeinde miteinander sprechen und dazu bitte aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, getötet unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, nachzufolgen und mit uns in christlicher Gemeinschaft zu leben. Ihr habt die Grundlage des christlichen Glaubens kennengelernt. Ihr wisst, dass er erst am Anfang dieses Weges steht. Euer Glaube soll wachsen können. Dazu braucht es eure Bereitschaft, die Hilfe der Gemeinde, der anderen Christen, die mit euch unterwegs sind. Und besonders den Segen Gottes. Ihr könnt jetzt in der Stille im Gebet euren Weg mit Jesus Christus festmachen. Seid ihr dazu bereit, als verantwortliche Christen in der Gemeinde den Weg des Glaubens zu gehen? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Gott schenke euch seinen Geist, die Kraft des Glaubens und Menschen, die mit euch auf diesem Weg des Glaubens unterwegs sind. Gottes Segen wird jedem Einzelnen von euch. Kommt und lasst euch segnen. Sophia Langmuth. Das
Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es ist der Johannes 1, Vers 5. Zu Unglauben, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91, Vers 11. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei euch gnädig. Behüte euch und beschütze euch vor allem Bösen. Ermutige euch zu allem Guten. Sein Friede sei mit euch. Joshua Geisler, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Johanna Geisler, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 5. Mose 6, Vers 5. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei dich gnädig. Schütze und behüte euch vor allem Bösen, mutige euch zu allem Guten. Sein Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, wir alle gehören als Teil der Kirche, der Gemeinde zu Jesus Christus. Und diese jungen Christen brauchen Vorbilder im Glauben, Gesprächspartner, dass wir diese Aufgabe für sie wahrnehmen und ihnen auch auf diesem Weg des Glaubens Vorbilder sind. Ich habe mir erlaubt, eure Taten auszutauschen, wo draufstehen. Steht ja dann eigentlich von Herzen. Ich habe das nicht gehört. Und von dir im Vorstand auch die herzlichen Glückwünsche. Zwei Dinge möchte ich noch nennen. Es ist ja bei den Konfirmanden eigentlich immer so, es wird vielleicht auch von den Angehörigen gedacht, na gut, das ist jetzt so eine zusätzliche Belastung und dann macht man halt das, was man machen muss. Aber ganz so ist es dann auch nicht. Zum Abschluss der Konfirmandenzeit gab es einen kleinen Test. Und bei diesem Test konnte man 77 Punkte erreichen. Die Beste war die Johanna. Die hat von 77 Punkten 98 erreicht. Das geht bei uns, weil man, wenn man bei einzelnen Fragen mehr hinschreibt, auch mehr Punkte bekommt. Und es ist am Ende wirklich klasse, dass von den insgesamt 8 Konfirmanden 5 über die 100% dann drüber waren. Zweitbeste war die Sophia mit 93. Und auch was unsere Gottesdienste angeht, unser Gottesdienstbuch, da wird ja eingetragen, wann die Konfirmanden,
im Gottesdienst sind, aber da sind auch noch andere Sachen dabei. Wir haben Adventsfenster hier in der Gemeinde oder Sie helfen mal bei irgendeiner Sache mit. Und Sie sollen in diesem Präparanten- und Konfirmandenjahr 45 Unterschriften haben. Die Zahlen, die ich jetzt habe, sind Vor-Corona-Zahlen. Da ist die beste, die gestern konfirmiert wurde, mit 76 Unterschriften. Aber auch die beiden Geistes haben deutlich mehr als diese 45. Auch da ist es einfach schön zu sehen, nee, sie erfüllen nicht bloß ihre Pflicht und dann, okay, ich könnte sie ja nicht mehr dazu zwingen, dann mehr in Gottesdienst zu gehen oder so, aber sie machen es einfach und das ist ja gut. Und ich denke, das wird jetzt auch nochmal in den Grußwort durch unsere Kirchenvorsteherin, Vertrauensfrau Sabine Tauscher gewürdigt. Ja, liebe Konfirmierte, im Namen des Kirchenvorstandes und unserer ganzen Gemeinde darf ich euch jetzt ganz herzlich zu eurer Konfirmation gratulieren. Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Der Psalmbeter, der diese Worte spricht, für dem ist gerade richtig eng geworden in seinem Leben. An einer Stelle, ja, da spricht er sogar davon, dass ein Netz ihn gefangen nehmen will. Und ganz ehrlich, solche Netze, die uns in unserem Leben gefangen nehmen, die kennt sogar ihr schon. Ganz aktuell, in den letzten Monaten, nimmt mich die Krankheit Covid-19 in ihrem Angstnetz gefangen. Sind jetzt mit diesem Netz all meine Zukunftsträume, meine Ausbildungs- und Studienpläne in diesem Netz gefangen? Was bringt mir die Zukunft unter solchen Bedingungen? Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Der Psalmbeter vertraut auf Gott und weil er sich im Vertrauen auf Gott in all seiner Bedrängnis, die ihn umgibt, geborgen weiß, kann er die Perspektive wechseln. Er sieht neue Lebensmöglichkeiten und Chancen für sich, denn er blickt jetzt nicht mehr auf seine Sorgen und Ängste, die ihn gefangen nehmen, nein, er blickt jetzt in den weiten Raum Gottes. Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ihr habt euch heute, jetzt gerade, für ein Leben mit Gott, mit Jesus Christus entschieden. Und darum wünsche ich euch von Herzen, dass ihr die Gottesgegenwart in eurem Leben spüren könnt und dürft. Ich wünsche euch, dass ihr das Leben mit Gott als einen weiten Raum erfahren könnt. Und dass ihr diesen Raum auch gestalten könnt. Ein Lebensraum, der sich nicht durch Probleme und Schicksalsschläge einengen lässt. Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du weißt nicht, was dich erwarten wird im Leben, was vor dir liegt, womit sich diese Weite in Gottes Raum füllen wird. Sie kann sich mit schlimmen Dingen füllen, mit Krankheit, Arbeitslosigkeit, Naturkatastrophen. Aber sie kann sich auch mit ganz schönen Dingen füllen, mit Erfolg, mit Liebe, Aufstieg im Beruf später und mit Sicherheit. Dabei liegt manches ganz, ganz fest in deiner Hand. An dir liegt es. Zu einem Teil, wie du diesen Raum gestalten wirst. Aber wenn du heute, und das hast du ja gerade, Ja gesagt hast, zu einem Leben mit Gott, dann hast du dich ja schon mal für eine ganz bestimmte Richtung entschieden, nämlich deinen Raum mit Gottes Liebe füllen zu lassen. Denn Gott stellt deine Füße auf weiten Raum.
Er lässt dich deinen Weg durchs Leben gehen. Und dabei ist das Beste, er geht diesen Weg mit. Ganz gleich, ob du auf dem Weg bleibst oder abweichst oder ob du dich auch manchmal durchs Dickicht schlägst. Wichtig ist, dass du deinen Weg gehst und dass du weißt, dass du Gott immer wieder neu bitten darfst, dir den Weg zu zeigen, dich zu begleiten und die Hand schützend über dich zu halten. Auch dann, wenn du vielleicht gerade mal Gott mit einem "Ach Gott" abgewimmelt hast. Gott wird dir niemals den Boden unter den Füßen wegziehen. Er stellt dich vielmehr auf weiten Raum und er traut dir was zu. Denn ihm bist du wertvoll und ihm ist es einfach mal wichtig, dass es dich gibt, so wie du bist. So wünschen wir dir vom Kirchenvorstand Gottes reichen Segen und seine Begleitung auf eurem Lebensweg. Und jetzt wünschen wir euch erstmal nach dem Gottesdienst einen coolen und schönen Tag mit euren Freunden und euren Familien. Was wir in seinem Namen beginnen, das
zeugest du zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und sagte, und gab ihnen Demut und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Vater unser, wollen wir nicht gemeinsam sprechen, sondern gemeinsam singen, und dazu gibt es musikalische Unterstützung.
Nun, liebe Konfirmierten, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.